Ich meine, wenn einer vor mir fährt und ein bisschen schlingert, da tue ich ja generell schon mal ein bisschen abbremsen. Ja. Vernünftig, vernünftig. Oh, hier klingt mein LKW schon wieder cool. Kannst du denn jetzt fahren? Ja, jetzt, ja, eben fuhr ich noch. Jetzt fahre ich schon wieder nicht mehr. Da bist du doch, oder? Ja. Ja, ich rolle. Komm schon. Jetzt fährt er wieder. So, wir müssen da rechts runter, Andi. Von hinten kommt einer. Der fährt vernünftig. Dann zieh ich mal rüber und lass den Kauz vorbei. Wir müssen runter? Ja, rechts runter. Ja, dann passt sowieso. Da kommt noch einer, Julian. I see. Lässt mich aber in Ruhe. Also mein Iveco wäre eben auch wahrscheinlich umgekippt. Mich hat's voll in die Bande geschleudert neben. Ich dachte schon, ich fliege um, aber er hat sich wieder hingestellt. Das ist doch gut. Ich sage ja, der Iveco hätte es wahrscheinlich nicht gepackt. Der hätte wahrscheinlich den Geist aufgegeben. Der wäre wahrscheinlich neben irgendwo im Wasser gelandet, wobei ich mich frage, ob das Oh. geht. Oh, scheiße. Was denn? Die Ich wird habe mir eng, ne? gerade. Ja, ich habe gerade geschrappt. Also, ich habe gerade wieder Schaden bekommen. Ich habe mir ein Schaden hast du bisschen. ja generell. Ja, ich meine, Wenn LKW-Schaden. der Busfanat das Video sieht, ne? Der Oder kriegt die die Krise. Videos, der kriegt die Krise, ja, Ja. echt. Ich übernehme keine Haftung für Körperschäden, die er sich zufällig dann zufügt, wenn er diese Videos sieht. Wenn er mit dem Kopf auf die Tischplatte immer schlägt, oder was meinst du? Genau. Ich übernehme keinerlei Haftung für diese Schäden. Sämtliche Schäden. Ist schon traumhaft, finde ich. Aber irgendwie passt dieses, das alles irgendwie zusammen, ne? Also, Cool. erst kriege ich das nicht auf die Kette richtig zu fahren, dann diese Spinner, dann Dass der mein Boot da wieder Umweg. muss. Möchte wissen, ob wir immer noch bei Bremen rumkrepeln. Wir fahren gerade über eine Brücke jetzt. Weil ich wette, wir sind schon wieder eine halbe Stunde in der Aufnahme. Mindestens. Ja, aber da haben wir halt schön ordentlich hier. Ja, aber irgendwann Ne? geht mein Festplattenplatz zur Neige. Was hast denn du für eine kleine Festplatte, ey? Nee, aber ich Der habe da noch. PC hat mehr gekostet als die Ich Festplatte. habe noch sehr viele alte ETS-Aufnahmen da drauf, die ich noch nicht gerendert habe. Und die kann ich noch nicht löschen und das sind insgesamt 600 Gigabyte. Ja, dann Also mach mal hin. hinkst du hinterher mit deinen Arbeiten? Mit dem Rendern hinke ich hinterher, mit den aktuellen Parts nicht. Ich mache jetzt morgen, mache ich mal Machst du mal Dauerrender. Da machst du einen rendere ich jetzt mal Rendertag? alles, was ich habe und Ich lösche fahr mal hier alles. auf den Parkplatz, Kollegen. Ja, und Lösche alles so weg, was ich dann nicht brauche, speichern, was ich dann oder? nicht mehr brauche. Nee, ich fahr wieder raus, weil wenn ich jetzt stehen bleibe, ist mein Motor wieder aus. Ich fahr wieder aus dem Parkplatz raus. Ja, fahr doch wieder raus aus dem Oh Parkplatz. nein! Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Doch. Auf die Seite? Ja. Oh nein! Heute läuft es nicht, Ja, wa? doch, heute läuft alles super. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ich war wenigstens nicht der Einzige. Wie ist denn das jetzt, wenn ich speichere? Steht der dann wieder? Nein, dann Nein. liegst du auf der Seite. Speichern ist jetzt das Dümmste, Da was du machen liegt kannst. er. Wo Ich fahr seid ihr mal überhaupt? neben dem rechts ran. Parkplatz. Da ist er. Na, Andi, machst du ein Nickerchen? Warte mal, was hattest du gemeint, die Null? Ich Null probiere auf dem das jetzt Numpad. mal vielleicht. Da hast du dir, meine ich, letztens den Shortcut Das draufgelegt. geht! Ich halt an, ne? Das geht, Das Julian. geht, das geht, das Jetzt nur die geht. Frage, wo ich rauskomme. Das kann ich dir sagen. Das wird wahrscheinlich Super, das kostet mich auch nochmal Duisburg. 1000. Wow, wir sind jetzt echt schon nach Duisburg gefahren. Das kostet mich tatsächlich auch nochmal 1000. Ich krieg die Krise. Ja, habe Jetzt ich bin ich gar mal nicht gespannt, was gedacht. die Reparatur kostet. Ach du Scheiße. Nach Duisburg ist er. Duisburg sind wir jetzt in der Richtung schon. Also Duisburg müsste der Ja, rauskommen. dann müssen wir hier abfahren, ne? Ja. Boah, Alter. Das wäre die Oder. teuerste Fracht meines Lebens, ne? Entweder fahren wir jetzt ab oder wir beschleunigen das, indem wir uns auch nach Duisburg zurücksetzen. Das wird die teuerste Fracht meines ganzen Lebens. Ich glaube auch. Ach ja, komm. 22%, 13%, Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir setzen uns nach Duisburg Also und mit der dann. Null oder was? Ja, mit der Ja, Null unten. dann repariere ich jetzt schon mal für 41.000 Euro meinen LKW. Geil. So. Heute läuft es. Ja, Und heute wie läuft es komme ich richtig, jetzt richtig gut.
Und dann, wenn du auf dem Schadensmonitor bist, dann auf drückst F7. Du Enter. Genau, aber F7 würde ich nicht drücken, weil du sonst den Precision-Modus vom Tracker ausmachst. Ja, aber wie komme ich denn sonst da drauf? Mit der 0 auf dem Numpad. Ah! Stimmt. Ich nehme jetzt gerade den Busfanat vor. So, einmal speichern. Da ist der Next Gen Games. Einmal speichern, so. Würde ich euch auch empfehlen. ETS ist so eine geile Vollbildanwendung, wo man nicht mal eben mit Windows raustappen kann. Kriege ich denn jetzt da wieder diesen blöden Monitor weg? Ach so, ja, genau. Carsten, du müsstest wahrscheinlich wieder vorfahren, oder? Also, was ist denn jetzt? Ja, müsste ich, glaube ich. Eventuell ein Stück zurücksetzen, weil. Da passiert nichts, wir sind in der No Collision Zone, fahr ja, raus. Ja, ich fahre aber jetzt da raus. Ja, sobald der LKW, der Sattelschlepper vorne da raus ist, da ist auch der Anhänger raus. Ja, genau so war es jetzt auch. Ist doch gar nichts passiert, oder? Der ist doch. Ja, aber es ist ja nichts kaputt gegangen, oder? Das wäre ich mir nicht so sicher. Die Ladung. Bei mir ist alles okay. Ja, das ist schön, dass bei dir alles okay ist. Guck mal, Duisburg ist hässlich. Nur Stahlwerke. Ja, guck Duisburg mal hier. Ist auch hässlich. Duisburg ist auch im Real Life hässlich. Aber ist das da vorne? Da steht einer auf der Brücke. Nicht, dass der Steine wirft! Der Carsten hat, glaube ich, eine Abneigung gegen Duisburg. Eine Abneigung. Nein, habe ich nicht. Duisburg ist schön. Nee, finde ich nicht. Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer. Ihr seid jetzt kannst auch nicht schneller als 50, Kollege. Ja, ich sag doch, ich fahre langsamer. Wir sind jetzt sehr kann nah. Ich aber, jetzt kann ich aber schneller fahren. Mach die Fanfare aus und mach die Funzel an. Oh, was eine Drohung. So. Wie krieg ich drauf, wenn wir ankommen? Ich glaube, du bezahlst dem noch eher, was dem Auftraggeber ja, Ampel ist als rot, das Bremsen, dir, was Bremsen, Bremsen, hm? Ampel ist rot. Weißt du, er kündigt so an und an die. Ah! Das war echt. Boah. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch was sage. Ich stehe wirklich. Oh, ich stehe mit dem Kuhfänger hinten an ihm dran. Ach ja. Ist schon schön heute. Ich sag übrigens, wenn bei mir die Zahl grün wird, ne? Geil, jetzt wurde ich gerade von hinten gebumst. Na. Gebumst? Ja, LKW ist mir draufgefahren. Hör mal, hier ist rot, du Ochse. Was denn für ein LKW? Heißt der etwa Next Gen Game? Nee, ein Scania. So, grün. Vor mir steht der Trecker-Trans. Trecker-Trans? Hat der Carsten drauf stehen, Trecker-Trans. Kennt ihr das nicht? Trecker fahren! Nee. Ich nicht? Nee. Mhm. Wir kennen so einen Mist nicht. Okay, egal. Okay, egal. So, raus aus Duisberg, Burg. Aber Carsten, wir haben ziemlich dieselbe Route. Boah, ist mir warm. Da hoffentlich ist läuft eine rote das mit dem Einparken schnell. Fahr drüber, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, das ist G35, nimmt aber auch noch einiges an Wärme auf. Dann fahre ich halt drüber. Kostet doch nichts. Witzig. Ist ja echt interessant. Julian, die Ampel war rot. Bei mir ist die gerade grün geworden. Schön. Da war ich nur schon halb drüber, aber egal. Ich sehe sie gerade gar nicht mehr. Hä? Bei mir ist die noch rot. Losgefahren. Oh, ja, wenn du jetzt einmal schon drüber beim Streifen stehst, dann kannst du auch direkt fahren. Ich habe aber noch keine Strafe gekriegt, der hinter mir muss ja auch warten. Ja, ich habe auch keine Strafe gekriegt. Ich auch nicht. Voll über rot gefahren. Ja. Super. Findest du? Der hinter mir macht keinen Scheiß. Der Typ ist mir gerade hinten schon draufgekachelt, der hat zu spät gebremst. Das krieg ich ja nicht ab, das krieg ich ja nur ab, wenn du mir in die Seite fährt. Ja, aber trotzdem hat's gewippt. Gewippt? Gewippt? Ja. Die haben nämlich jetzt bei ETS, vermute ich mal, Andi, als wir uns so gebettelt haben, ne? Gebettelt, als ihr euch gebettelt. Da hat man das doch nicht mitbekommen, wenn man sich gegenseitig hinten draufgefahren ist, oder? Sowieso nichts mehr mit. Ist der Andi jetzt da oder wo ist der jetzt? Ja, ich fahre ein Stück hinter euch. Ich habe an der Ampel gewartet. Auf jeden Fall die nächste Ausfahrt, die man fahren kann, rechts. Quasi an der Ampel. An der nächsten. Wir fahren jetzt ein bisschen lang. Wir haben jetzt eh rot. Uah.
vor uns hier. Wir müssen in Paris mal nochmal einen Cut machen, da muss ich nochmal Dateien rüber kopieren. Nein. Dann nicht. Ja, dann ist bei mir irgendwann die Aufnahme. Der Vogel hinter mir hin. Ach, da hinten kommt der erst. Ja, hast du den ausbeschleunigt, hast du den. Der ist aber langsam. Ah, da ist der Andi. Ich stehe die ganze Zeit schon hinter dir, du Vogel. Genau, du Vogel. Die ganze Zeit schon. Die ganze Zeit schon. Ja, wobei 273 GB, 300 GB kriegen wir jetzt nicht weg. Dann müssten wir drei Stunden aufnehmen, damit das geht. Also ich habe so viel frei, ich kann ja Stunden aufnehmen. Ich nicht. Ich habe nicht mehr frei so viel. Nicht? Nee. Schade, ne? Tja. Ach ja. Aber hier fliegt im Haus bestimmt noch eine andere externe Festplatte rum, dann kann ich die noch nehmen. Und aha. Ja, ich nehme auf eine externe Festplatte auf. Ja, ja. Nur USB 3. Wissen wir ja. Grün und geradeaus. Boah. Was machst du denn? Oh, das war gelb. Ja, ist egal. Ja, passiert hier nichts. Der Juju. Juju? Was? Kam uns gerade entgegen. Der Juju. Achso. Juju, das ist der Bruder von Julian. Nein. Doch. Mein Bruder heißt nicht Juju. Ich meine, der in ETS. Was war das denn? Das war ein Mikrofon, aber nicht meines. Das war meins. Entschuldigung. Meins? Meins. War das meins oder Wiesbaden? Was war's denn? Meins. Carsten, was sagst du denn zu... Ach nee, darf ich jetzt hier nicht ansprechen. Nein, wir sind hier in Omsi. Ja. Nicht in Omsi. Wir sind hier in Omsi, ja. Willkommen zum Let's Play Omsi. Die Grafik ist nochmal ordentlich nach vorne gesprungen, ja. Und sie haben umkomponiert auf Trucks. Boah, ja, die Straße hier finde ich irgendwie gerade cool. Mhm. Die glänzt noch so zusätzlich ein bisschen bei der Sonne. Und du merkst auch dieses Ruckeln, ne? Ja, merke ich auch. Wir sollten mal irgendwann mal nochmal mit Schneemod fahren. Ich glaube, das haben wir im Let's Play noch gar nicht gemacht. Ja, du wolltest doch also nicht. Also ich sag mal, wenn draußen 40 Grad sind, fahre ich garantiert nicht ETS mit Schneemod. Wieso? Du musst dir kalte Gedanken machen, ja, und das schaffst du dadurch, dass du dir eine kalte Umgebung... Wir müssen am Ende der Straße oder an der nächsten Kreuzung links. Am Ende der Straße müssen wir an der Kreuzung links. Ja, ist nicht Ende der Straße, ist einfach nur an der Kreuzung links. Und ist grün. Und ich bremse, weil scharfe Kurve. Scharfe Kurve? Scharfe Kurve. Mäh. Haben wir uns ein bisschen verschätzt, oder was? Ich jetzt? Hm? Ich habe schon befürchtet, dass ich jetzt mich auch noch auf die Seite lege. Ich muss ja noch, ne? Ja, du musst noch. Ich muss so, noch. Wir haben schon beide geschafft heute. Du hast es noch nicht geschafft. Autobahn. Nee, noch habe ich es nicht geschafft. Sag mal, fahren wir jetzt bergauf oder warum schleppt sich das gerade so? Boah. Und jetzt fahren wir dann rechts auf die Autobahn. Andi? Ja, hier? Pass auf, dass mir keine Kiessteine vom Laster fallen und dir gegen die Frontscheibe. Ja, pass mal auf, dass mir nicht irgendwie hinten beim Scharfbremsen einer von den Containern übers Führerhaus fliegt und dir aufs Führerhaus oben drauf. Ja, nee, aber meine Kiessteine sind ja nicht gesichert. Wenn die runterfallen, dann können die vielleicht hier einen Steinschlag erzeugen. Ja, meine Container auch nicht. Boah, Alter, was ist das für eine Auffahrt? Eine Hänge. Der Sonne. Ist halt aber auch irgendwie generell unzufrieden, der Typ. Kann das sein? Hier ist aber viel los. Oh, da ist einer mit dem orangenen. Ich habe jetzt chronische Angst immer vor Leuten mit orangenen Führerhäusern. Schlimm, ne? Ja. Was hat mich da gerade angehupt? Einer von drüben. Ich dachte gerade schon, das klang so nah. So war das vorhin, bevor ich durch die Luft geflogen bin. Tempomat wieder 100, ne? Ich muss erstmal auf 100 km/h kommen. Die grüßen alle nicht mit Lichthupe, so ein Mist hier. Du hast eine Hupe benutzt, die... Achtung! Entschuldigung. Ihr müsst doch... Setz mich mal zwischen euch, Julian. Ja, hier ist doch gar kein Platz. Achtung, ich setz mich mal Carsten gleich drauf. Ja, ich weiß. Ich setz mich jetzt zwischen euch. Ich fall jetzt ein Stück zurück. Lass mich mal rein. Ja, ich bin schon bei 60 km/h, also... Ich wollte es ja nur sagen, bevor du mich wegrammst. Oh, die Brücke. Fährt man schon, er fährt ganz rechts, ich fahre schon auf die linkste Spur und er holt aus und fährt schon wieder auf die Mitte. Ich dachte eben schon, er fährt mir rein. Nee.
Ja, du bist aber so gefahren. Ja, weil ich gerade auf den Tacho geguckt habe. Er hat doch gerade auf den Tacho geguckt. Auf den Tacho vom Tempomat. Er muss so gucken, dass du auch noch guckst, wo du hinfährst dabei. Genau, du musst gucken, dass du guckst.